Hallo meine Freunde der nicht ganz kanonischen Multiplayer-Duelle und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 3, die dunkle Rache des Sith. Die dunkle Rache des Sith. Ja, ich habe vor kurzem erst die dunkle Bedrohung aufgenommen, deswegen okay. Bin ich da gerade ein bisschen verwirrt, wenn man das beides parallel spielt. Die Rache der Bedrohung. Die Rache der Bedrohung. Die Rache des Sith auf jeden Fall. Und wir grüßen heute nämlich den Lukas. Ich grüße den Nils. In diesem letzten Part werden auch noch der Kirill gegrüßt. Und Elias grüßt auch. Ihr könnt mich nicht besiegen. Du hast bereits versagt. Glaubst du, du hast eine Chance? Ich glaube, wenn es nicht Untertitel ist, dann sind es Dialoge, die speziell für den Kampf sind. Nein, keine Chance. Ach, Mann. Ja. Was? Ich hab... Fall in die Lava. Das hast du schon mal gemacht. Das machst du wieder. Keine Lust. Du bist jetzt dran. Nein! Du bist dran. Achso, du bist schon tot. Was? Was? Das endet jetzt. Ich will hier raus. Geblockt. Ui. Geh. Ich spring mal über dich drüber. Ich habe gehört, das ist eine gute Idee. Ihr unterschätzt meine Macht! Nein! Schade, sie sagen aber echt nichts zueinander. Bei Obi-Wan war das irgendwie lustiger. No. Ja! Angeblich! Das ist eine Lüge, Anakin. Aber er ist ein ziemlich starker Charakter, oder? Der macht ziemlich viel Schaden. Ich fand das gerade, das sah irgendwie seltsam aus. Keine Ahnung. Der eine Block-Move. So, jetzt halt endlich. Nix, endlich. Nein. So. Ach, was du kannst, kann ich auch. Ja, ich kann's blocken. Na, komm her. Komm. Nein. Ja, siehst du, klappt eben nicht. Nein, von hinten. Ja. Übermein. Ach, Mann. Du bist jetzt Darth Vader. Das war gemein, Len. Das war echt gemein. Finde ich nicht cool, sowas, Len. Schade. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube nur noch Mustafa. Hm. Ah, nee, das wollten wir auf der anderen Map machen. Wie können wir denn noch kämpfen? Mittlerweile sind wir echt eigentlich durch. Doppelzufall? Entweder Doppelzufall oder wir können auch mal Count Dooku gegen Count Dooku, ich weiß nicht. Count Dooku gegen Count Dooku. Count Dooku mit blauem Lichtschwert, das passt. Oh ja. Oder ein böser Obi-Wan? Müssen wir mal gucken, ob's. Okay, da waren wir gerade eben. Jetzt Mustafa Lava-Plattform. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die zwei kämpfen da gegeneinander, weil... Auch kämpft gegen seinen inneren Dämonen. Soll er sich von jetzt den... Jetzt sehen wir, wer wirklich der Beste ist. Von den Separatisten abwenden. Die dunkle Seite ist stärker. Hat aber ein blaues Lichtschwert. Ja, ist korrekt. Oh Gott. Oh Best, Gott. Beste Map. Ich hasse dieses Teil der Map, weil ich die... Ich habe beim Versuch mit Anakin gegen Obi-Wan, habe ich da 10 Versuche gebraucht, um dieses Level zu schaffen. Muss das Anakin gegen Obi-Wan kämpfen? Man kann beides machen, es gibt 2 Level. Es gibt ein Level, wo man mit Obi-Wan gegen Anakin kämpft. Das ist das leichtere, das ist das normale Ende und dann gibt es halt noch ein alternatives Ende. Schäbige Schwertkunst. Ist der Orden der Jedi so tief gesunken? Was? Was? Ich zeige dir die wahre Macht der dunklen Seite. Oh. Ich schicke euren Körper zurück zum Rat, was davon übrig ist. Okay, die Dialoge passen irgendwie nicht so ganz. Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, es ist dann, da ist er halt Jedi geblieben wahrscheinlich, was du hier gerade, die Version. Ja, ich bin Count Dooku und du bist Darth Tyrannus. So schaut's aus. Ey, ey. Du musst noch den Zorn der dunklen Seite. Nein, das wollte ich gerade machen. Hast du erst gemacht? Nein. Ich hab's zuerst gemacht. Oh, unfair. Ich hatte aber auch wenig Lebensenergie, das war richtig knapp. Was? Ey! Nein! Hörst du auf, böser Len! Wir tanzen umeinander! Also die Map, ich glaube, kleinere Maps gibt's definitiv nicht mehr. Nee.
Vor allem, da muss man die anderen drei, doch drei Ebenen sind es vorher. Ne, zwei Ebenen. Doch drei Ebenen sind es vorher. Des Bosskampfes muss man ja auch schon gemacht haben, um hier anzukommen. Und wenn du es verkackst, musst du halt alle wieder machen. Ist immer sehr frustrierend, wa? Oh! Nein! Diese Wut, Len! Nein! Oh, come on! Jawohl! Nein! Yeah. Nein! Ah, doch, gewonnen. Man muss erst kurz überlegen, welcher ist, oder? Nein, nicht den... Oh, come on! Das war richtiges Glück. Das müssen wir auch erstmal schaffen, auf so einer kleinen Netflix, da... Nein. Du, dein Schwert ist eh schon in mir drin, ne? Jawohl! Zweimal dieser Sieg. Dieser knappe Sieg. Der Blitz war es halt zweimal, der es rausgerissen hat. Besonders beim zweiten Mal. Das ist echt wahrlich ein Sith. Oh ja, die Blitze, die liegen mir einfach. So. Wie der guckt. Schau mal, mach mal kurz die gleichzeitig auf die anderen Charaktere noch nicht aus. Er hat ein grünes Lichtschwert, das sieht auch seltsam aus. Oh ja. Was gibt's da noch für? Das müssen wir eigentlich mal machen, oder? Das hätte man gerade eben machen können. Naja, aber das schaut, also das schaut richtig cool aus. Das muss einfach noch sein. So. Du willst das jetzt? Ich will das hier. Jetzt. Machen wir Zufallsmap. Okay. Oder machen wir das auf dem Todesstern, Episode 4. Na, das ist irgendwie unpassend. Machen wir Zufallsmap. Jetzt kommt wahrscheinlich genau die Map, das will ich feiern. Ja, das ist Mustafa. Wir sollten noch zumindest die Duelle machen, wo es interessante andere Kostüme gibt. Oh, Mustafa. Das sollte interessant werden. Ihr könnt mich nicht besiegen. Oh yeah. Das ist der aus dem alternativen Ende. Glaubst du hast eine Chance? Also der den Imperator im alternativen Ende umbringt. Das ist die Version von Anakin, die ziemlich böse aussieht. So, ich bin ja auch Blitze, stimmt. Ja, ist aber cool, dass man da gegen den guten Anakin, gegen böse Anakin. Oh, wie mich da immer der Angriff noch trifft, obwohl ich ausweiche. Schneller ausweichen? Die dunkle Seite hat keine Chance gegen mich. Ihr seid meinen Kräften nicht gewachsen. Hallo. Es endet jetzt. Was ist das für ein... Ja, jetzt versteht ihr langsam. Ich bin kein durchschnittlicher Jedi. Ja. Hinter uns bricht das auch schon gar nicht alles ab da hinten. Nein, ich breche hier auch ab. Aua. Was zur Hölle? Schau, wieso bleibt das so lange stehen, dass du mich wieder angreifen kannst? Weil er es kann. Au. Au. Oh, das geht zu weit hier. Nein. Zwingt mich nicht, euch zu töten. Was mit den Blitzen das? Nein, nicht um mich rumgehen. Hä? Ach, komm an. Dieses Ausweichen ist so bescheuert. Glaub mir. Du triffst automatisch. Es funktioniert irgendwie. Das Spiel ist halt wahrscheinlich auch nicht auf den Koop-Modus ausgelegt. Auf den Duell-Modus ausgelegt. Ja. Ich denke, den haben sie halt später eingebaut. Ich meine, der Hauptbestandteil vom Spiel ist eindeutig der Singleplayer. Na, Len? Wo ist der Len? Da ist der. Ach, Mann. Oh. Es war zu Boom, da bin ich. Zur Hölle. Au. Au. Nein. Den haben wir weg, den Len. Au. Schön geblockt. Ach, Mann, da wollte ich die Len gerade so schön greifen, aber er hat es nicht begriffen. Der war schön. Angriffssprung. Nennt ihr das einen Kampf? Das ist natürlich ein Kampf. Das war zu schnell gedreht irgendwie. Oh. Nein, dieser blöde. Der Attack habe ich nicht gerechnet. Yes. Du hast mit ihr gerechnet, trotzdem nicht. Nichts mit ihr gerechnet. Hast du das nicht mit ihr gerechnet? Ich hätte damit gerechnet, dass du deine Deckung runterlässt. Aber Len hat seine Deckung irgendwie fallen lassen. Ach, Mann. Was? Wie? Wie you, Mann? So wie? Ah, daneben gestochen. Mensch, Anakin. Sonst stichst du doch auch nicht. So, wir machen jetzt keine Padme-Witze, sondern wir kämpfen hier lieber weiter. Das war ein Padme-Witz? Nicht, dass er der beste Pilot des Imperiums war oder so? Oh, Mann, ey. Es ging ja um Stechen. So, also, weiter geht der Kampf hier.
weiß nicht, ob Lenny den Witz nicht verstanden hat oder ihn nicht verstehen will. Ich hoffe, er will ihn nicht verstehen. Ey, die Steine fliegen sogar hoch, wenn man Machtattacken macht. Gerade gesehen. Ah, das hast du jetzt. Nein. Oh, vielleicht kann ich jetzt das Blatt drehen. Nein, nichts wird gedreht. Nichts wird gedreht. Es ist weit genug. Die Blätter sind gefallen. Boah, das sah cool aus. Au. Ey, nein, ich habe nichts mehr gedreht. Nein, böser Len. Böser Len. Ich weiß schon, was jetzt gleich wieder kommt. Ich weiß es. Ich hatte da so eine Vermutung, was du machen willst, wenn ich zu weit weggehe. Und ich weiß, dass es sehr schmerzhaft geworden wäre. Oh, das war gut. Das war ein ziemlich schwerer Schlag, den ich da gerade nochmal mit Len landen konnte. Nein! Ja! Ah! Vor allem diese Lava am Ende war nochmal cool. Er sagt gar nichts mehr. Er ist schon. Na, braucht er nicht. Alles wurde gesagt, oder Len? Alles. Alles wurde gesagt hier. So, und jetzt kommt der finale Kampf. Ne, du wolltest ihn noch angucken. Die beiden haben wir schon gemacht gehabt. Die hatten wir auch. Max Window. Ja gut, das ist nicht so spannend. Das ist ein bisschen böserer Window. Oh, die schaut cool aus. Ja, naja, sind Rally kennt man eh nicht. Das war so. Genauso wie der andere Obi. Nee. Hä? Aber der ist jünger. Schau mal, der ist. Achso, der hat seine Kapuze nicht auf. Das ja, genau. Naja, wir machen das hier auf jeden Fall. Der ist jünger. Oh mein Gott. So. Todesstern Episode 4, Darth Vader gegen Darth Vader. Er wurde geklont. Klon Vader. Oder ist das Galen Merrick, der da im Anzug steckt? Na, der Galen Merrick hat einen anderen Anzug. Aber er hat ein blaues Schwert. Die wahre Macht der dunklen Seite, er kommt mit seinem blauen Lichtschwert an. Bin nicht überzeugt. Ja, ich weiß, Anakin läuft auch mit dem blauen Lichtschwert rum, als er die Jünglinge umnietet, aber trotzdem. So, die Map ist auch relativ klein hier. Schade, die reden auch nicht miteinander. Vielleicht war das auch nur Zufall, dass der Obi-Wan das schon gesagt hat, aber es hat doch eigentlich ziemlich gut gepasst, oder? Es hat ziemlich gut gepasst, ja. Aber es kann eigentlich kein Zukunft. Oh, das Atmen ändert sich sogar, wenn er Schaden nimmt. Das ist cool. Ach, ich bin ja der Rote. Ja. Nein. Ja. Ich dachte, das ist so leicht gegen Len 16, was ist da los? Verdammt, ich bin ja der Rote. Ah. Kacke. So, jetzt fangen wir mal richtig an hier. Die wahre Macht der dunklen Seite, mein Freund. Da merkt man richtig, dass du überhaupt nicht weißt, was du machst. Wenn du nicht erkennst, welcher Spieler du bist. Ja, da, ich habe mich schon gewundert. Irgendwie hat er nicht so reagiert, wie er reagieren sollte. Ah, komm, zerstör mich. Ernsthaft? Ja. Schön. Ihr seid der dunklen Seite nicht gewachsen. Das war gut, das war ziemlich gut. Bist du der dunklen Seite gewachsen oder nicht, Len? Au! Ich werde euch niederstrecken. Kann ich auch. Ah, Mist, das blockt er sogar wieder. Hab ich gedacht, hier kann ich da noch ein paar Treffer landen. Schade, dass man die alternativen Kostüme nicht gleich spielen kann, sondern dass man es nur spielen kann, wenn man gegen den Charakter, also Charakter gegen Charakter kämpft. Selbe Charakter hat. Oi. Gute Nacht, Darth Vader. Nicht gute Nacht, Darth Vader. Hä? Nicht gute Nacht. Was? Ich bin tot, ich kann nichts mehr sagen. Ach so. Achso. Sollen wir nochmal Ben Kenobi gegen Darth Vader, berühmte Duelle? Wir können auch noch berühmte Duelle nachspielen, oder? Okay, wie viel wirst du noch kämpfen? Ich weiß nicht, ich bin gerade motiviert. Okay, machen wir nochmal das Duell. Oder Anakin gegen Obi-Wan, sind wir. Man kann so viele tolle Sachen hier machen. So, Zufallsmap, oder? Macht Zufall. Machen wir Zufall. Wobei, hatten wir das? Nee, das Duell hatten wir noch nicht. Die müssen aber auf jeden Fall Dialoge miteinander eigentlich haben. Das sieht so nach Mustafa. Nee, das ist Coruscant, oder? Das ist Coruscant, ja. Du hast dir da etwas zu viel vorgenommen. Du hast bereits versagt, Len. Hast du was gehört? Mhm. Nein, der hat noch nicht versagt. Der haut noch ordentlich rein hier. Bist du ein Meister des Bösen, da? Ah, die beiden haben Dialoge miteinander, sehr gut. Das war gerade ein Lichtschwertwurf. Ey, das war ein böser Treffer auf mich. Nicht nett. Oi, ich darf mit Vader nicht ausweichen, das ist böse. Warum machst du das dann? Gewohnt von anderen. Von anderen Kampfspielen? Ja. Ah, sieht auch fast aus wie Mustafa hier. Das ist an der Seite, wo das Feuer war.
Ich möchte in den Meisterhaft-Modus endlich kommen. Lass mich in den Meisterhaft-Modus. Ah. Entblockt heute alles. Au. Nein. Oh, schade. Okay. Ich habe gerade den Raider-Move bei ihm gemacht und versucht, den Lenz zu erwürgen mit meiner Hand. Aber das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin wohl nicht Raider genug an der Stelle. So leid es mir tut. Ich wäre es ja gerne, aber man kann wohl nicht alles haben. Ah. Jawohl, kurzzeitig ist er betäubt, das muss reichen. Ja, für zwei starke Treffer hat's gelangt. Ah! Gott, ich war kurz Darth Vader! Nein! Du bist auch immer noch Darth Vader. In Darth Vader drin. Und ich bin tot. Oder? Yep. Ja. Ach, Manno! Tod ist ohne Bedeutung. Ohne Bedeutung. Können wir mal Grievous gegen Obi-Wan. Oder willst du noch irgein spezielles Duell spielen? Mir ist wurscht. Das haben wir nicht im Angebot, das Duell. Ich glaube, ich nehme mal Grievous. Grievous gegen Obi-Wan. Berühmte Filmkämpfe. Grievous. Da müssen wir. Wo spielen wir denn? Palpatines Büro. Ne? Da, das ist ja eigentlich so die klassische Map hier, wo die beiden gegeneinander kämpfen. Oh ja. Soll das schon unser letzter Kampf sein, was meinst du? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, deswegen frage ich dich. Ich glaube, es reicht auch. Sehr viel ändert sich ja nicht. Eben, mehr. Mittlerweile haben wir alle Maps gesehen, wir haben alle Charaktere mehrfach gesehen. Mit Vergnügen werde ich euch vernichten. Dieses Mal gewinnt ihr nicht. Er hat auch letztes Mal nicht gewonnen. Achso, stimmt, ich habe ja keine Macht angegriffen. Zurückbleiben. Ah! Oh, schön! Oh. Ah, das ist so krass, wie Grievous immer reinhaut. Grievous ist so ein cooler Charakter. Und das war nicht so clever. So! Das ist, wo der Spaß beginnt. Ich glaube, das funktioniert bei mir nicht, diese Verwirrung, oder? Kann das sein? Alter! Der ist, also Grievous, wenn er seine vier Schwerter draußen hat, ist der richtig übel. Du hast ja gerade eben keine Macht. Nein! Na, oh, come on! Come on! Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Oh, ich spüre eine Erschütterung der Macht. Was? Nein! Da war ich da aus. Na also. Ah! Ich glaube, er hält sich einfach fest. Ich glaube, es bringt. Oh, doch, es bringt bei mir auch was! Nein! Nein! Hey, nicht wie ich wegschub. Was war das? Das war ein. Du wolltest Grievous mal anfassen. Normalerweise piekst du ihn ja dann wenigstens auf. Versuchst ihn auf Biegen und Brechen zu besiegen. Oh, Grievous ist auch. Alter, hast du das gesehen, wie er gerade gelaufen ist am Boden? Nein! Oh. Hey, steh wieder auf, Grievous. Kann er nicht hüpfen? Wow, er kann hüpfen. Er kann definitiv hüpfen. Aber vergiss nicht, Obi-Wan hat den höheren Grund. Was? Wir wissen, dass er schnell wieder aufgestanden. Nee. Schade, es hat nicht, war nicht wieder wie beim letzten Mal. Nein! So, spüre die Macht der vier Lichtschwerter! Nein! Boah! Tja. Wow, Grievous, wow. Also gegen vier Schwerter ist schon. Soll ich auf den Rücken klopfen? Nein, passt nein, schon, okay, passt nicht auf den Rücken klopfen. Okay, das war kein echter Hust, aber danke. Achso, ich hab's auch nur gut gemeint, Len. Ich hab's auch nur gut gemeint. Tja, dann befürchte ich, ist es jetzt langsam mal zu Ende hier, oder? Ja. Ja. Komm, mach mal ein Anakin gegen Obi-Wan. Ein Anakin gegen Obi-Wan noch. Ja. Ein Klassiker. Der alles beendet, ja. Ein Klassiker zum Schluss natürlich. Da, wo sich alles entscheidet nochmal. Oh Gott, auf der kleinen Platte. Haben wir die, die beiden nicht schon mal gegeneinander? Nee, haben wir nicht, oder? Keine Ahnung. Aber ich war auf jeden Fall nicht Anakin gegen dich als Obi-Wan. Okay, ja gut, dann ist das jetzt unser entscheidendes letztes Duell in diesem Spiel. Anakin gegen Obi-Wan. Ich fand's auf jeden Fall ein super Spiel. Das sollte interessant werden. Oh ja. Erstmal Duel of Fates. Nicht gehabt. Man sollte aufgeben, solange man noch kann. Schön ausmichen. Ah. Ich glaube, wir haben den Multiplayer auf jeden Fall ausführlich gezeigt. Ja. Singleplayer habe ich. Singleplayer habe ich auch alles gezeigt. Also eigentlich habe ich das Spiel sogar auf 100% gespielt. Naja gut, ich habe diese Geheimnisse nicht gesucht. Da gibt es immer noch Geheimnisse hier, wo man dann mehr Lebensenergie und sowas bekommt. Aber ich glaube, die muss man nicht unbedingt alle finden. Also beziehungsweise, die werden auch, glaube ich, im Level-Fortschritt gar nicht... Also die werden zwar am Ende angezeigt vom Level, aber ich glaube so, insgesamt beim Fortschritt kann man die nirgendwo anschauen. Von daher... Oh, ich habe schon so ziemlich alles gezeigt, was in dem Spiel zu zeigen gab. Was zur Hölle? Das war nicht so geplant, was? Ach, nicht getroffen. Sei froh, das wäre dein Ende gewesen. Das gibt's doch nicht! Getroffen! Wieso steht ihr so schnell wieder auf? Nein! So, und jetzt bleibst liegen. Nee, ich steh nochmal auf. Ah.
Ich stehe nochmal auf. Ein letztes Mal stehe ich da Len nochmal auf. Was zur Hölle? Au, au, au. Oh, nicht in der Luft halten. Nein, nicht in der Luft halten. Nein, nein. In der Ecke, in der Luft. Nix da in der Ecke. Ah, Mist daneben. Ey, ich hab geblockt. Ich hab sowas von geblockt. Wow. Wann können Jedis sich teleportieren? Das sind die Teleport-Jedis. Hast du nie von denen gehört? Nee, leider noch nicht. Nicht? Episode 9, die Teleport-Jedis. Natürlich. Nein! Ich bin der Beste. Da kannst du nicht ausweichen. Was ist los, Anakin? Hast du Angst? Hast du Angst? Magst du Sand? Angst, Potter? Nein! Komm weiter, Obi-Wan! Keine Herausforderung. Falscher Film, Len, falscher Film. Großartig. Noch mehr Ärger. Da, da. Ah, Manu. Oh, aua, aua, aua. Jetzt haut der Lenner hier aber ganz übel rein. Hey, ah, nicht schon wieder Luft halten. Ach, das ist gemein. Und ich kann dich wohl besiegen. Ich hab dich auch beim letzten Mal besiegt. Übersteigertes Selbstvertrauen wird euer Untertan. Wieso klappt es nie mit dem Reinstecken in den Len? Der Len steckt im, der Len steht immer zu schnell wieder auf. Da funktioniert nicht. Funktioniert nicht, wie soll. Jetzt hat aber. Nix jetzt hat aber. Obi-Wan muss gewinnen. Das war im Film auch so. Nein! 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 Ich bin. Was? Nein! Die Macht ist mein Verbündeter, mein Freund. Tja, was willst du dagegen tun, wenn die Macht mein Verbündeter ist, Len? Ich weiß es nicht. Da hat Anakin nur... ist tot. Nein. Dabei ist er gar nicht in einem Mario-Spiel. Da könnte er tot sein, verstehst du? Na gut. Also, ich glaube, die Meinung zum Spiel habe ich ausführlich gesagt. Ich finde, es ist ein absolut geniales Star Wars-Spiel mit eines der besten Star Wars-Spiele. Wie findest du es? Also, zumindest den Teil, den du es gesehen hast. Ja. Also, ich finde, der Multiplayer ist schon ganz alt. Cool. Macht Spaß, aber der Einzelspieler ist besser auf jeden Fall. Das Spiel ist alt. Das Spiel ist alt, ja. Da ist Yoda. Warum konnten wir nicht spielen? Da gibt es noch Features hier. Die Konzeptgrafiken, genau. Oh Gott. Das haben, ja, ich wollte es eigentlich auch nicht machen, aber ein paar Leute haben tatsächlich mal danach gefragt, ob ich die auch noch anzeigen werde. Keine Sorge, die werden wir. Kann man auch direkt zur nächsten machen? Nee. Da sieht man hier die Konzeptgrafiken. Da, wie sie nach unten gehen. Für den Film. In der unsichtbaren Hand. Ja. Genau. Aber die hat man im Dings gar nicht gesehen gehabt, also im Film. Da das, und das, das ist zum Beispiel auch eine geschnittene Szene aus dem Film. Also die, das, ja. Da hätten sie eigentlich da unten, wo dieser Treibstoff ausläuft. Ist eigentlich auch gefährlich, mit dem Lichtschwert rumzulaufen. Die haben die Zeichen komplett falsch. Warum? Das ist hier jede, Basic. Achso, nee. Jedes Basic-Zeichen entspricht ja einem... ja, stimmt. Und das fängt immer mit dem Gleichen an. Deswegen genau. Ist es irgendwie... Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Deswegen kann es nicht richtig sein. Aber ihr könnt euch hier zumindest nochmal kurz auf Pause machen immer und dann hier durchlesen, was es da alles noch zu sehen gibt. Also da sind auch zum Beispiel die Luftkampfdroiden. Die haben wir auch gesehen gehabt. Gänge da noch, 1. Was Anakin hier alles für Sachen Gänge hat. Gänge 2. Ich glaube, nee, es ist auch witzig, bei so alten Spielen, manchmal war ja früher noch so ein Trailer mit dabei oder so. Das ist jetzt hier aber, glaube ich, nicht der Fall, dass hier noch irgendein Trailer oder sowas mit dabei ist. Mhm. Also bei welchem Spiel war das jetzt, was ich vor kurzem mal, irgendein Spiel habe ich vor kurzem mal angetestet. Irgend so ein altes Spiel, weil ich überlegt habe, ob ich das Let's Play machen soll. Und da war sogar noch ein Trailer mit dabei. Aber ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool umgesetzt. Und ich finde es auch schade, dass von den anderen Star Wars Filmen eigentlich, ja gut, die alten Filme sind natürlich zu alt, deswegen gab es da keine richtigen Star Wars Spiele. Also es gibt natürlich ein paar alte Star Wars Spiele, aber keine, wo man so... Ja, den Film so nachspielt wie jetzt bei Episode 3. Also Episode 3 ist definitiv das beste Spiel, was zu einem Star Wars Film gemacht wurde. Direkt zum Film, direkt zum Film. Es gibt natürlich auch ein paar andere gute Star Wars Spiele, aber so zu filmen. Zu Episode 1 gibt es noch ein Spiel, das ich auch gerade eben schon spiele, auf meinem Kanal. Wobei, oder wie viel Uhr ist, Len? Wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung, ich glaube 14 Uhr. 14 Uhr, okay, dann spiele ich es erst in der Stunde. Dann wisst ihr, wann ich es aufgenommen habe. In 10 Minuten. In 10 Minuten? Oh, wird es veröffentlicht? Okay, 10 gut. Minuten. Na, dann wisst ihr zumindest, wann wir das hier gerade aufnehmen. Hier gibt es doch alle möglichen Sachen. Oh, es gibt sogar relativ viele Konzeptgrafiken hier eigentlich. Ja. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ja, ja. Also wir werden hier alles ganz in Ruhe durchspielen. Durchspielen. Ja, durchgespielt haben wir es noch. Wir werden hier ganz in Ruhe nochmal die Konzeptgrafiken durchgehen, damit keiner sagen kann, wir hätten... eine halbe Ewigkeit. Wir hätten nicht alles gezeigt. Ey, keiner! Doch, es hat mir Leute in die Kommentare geschrieben, dass sie diese gerne sehen würden, die Konzeptgrafiken. Deswegen gibt es die jetzt hier zu sehen. Da siehst du zum Beispiel Sarahs Lichtschwertziele. Ne? Okay. Man kann hier noch auf jeden Fall lernen. Wir sind mittlerweile schon... Ah nee, das ist glaube ich nicht richtig geordnet, oder? Ah, KL, doch, ist noch Dings geordnet. Nein. Nee, es ist nicht, jetzt kommt KLK, nein, das ist doch nicht geordnet nach. Feuertruppe, die hast du auch noch gesehen, die Feuertruppler. Zwei. Die sind auch noch vorgekommen. Drei.
Und? Nein. Klonschütze. Klonschütze. Landeplattform. Wobei wir uns, glaube ich, auch ziemlich einig sind, dass Star Wars Episode 3 der beste von den drei Prequel-Filmen ist. Ja. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Da brauchen wir uns auch hier nicht lange rumstreiten. Lava-Einrichtung 2 haben wir hier auch noch. Schrottplatz, ja, Wahnsinn, was nicht alles gibt. Schrottplatz habe ich eigentlich eher. Jetzt kommen die letzten. Schrottplatz hatte ich eigentlich eher so bei Force Unleashed, Raxus Prime und so verordnet. Das ist eigentlich so der Schrottplatz für mich. Oh ja, Raxus Prime ist ein harter Schrottplatz. Oh ja. Und Katzen Parados auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad ist gerade echt übel. Naimudianer-Bestie gab es hier auch. Der ist auch schon auf dem normalen echt übel. Echt? Normal habe ich nicht so schlimm. Da habe ich den Imperator, glaube ich, schwieriger in Erinnerung gehabt. Also der war der schwierigste von den normalen Gegnern, glaube ich. Ich glaube, wo ich es auf schwierig durchgespielt habe, habe ich am Ende auch gegen Vader gekämpft, weil der Imperator, glaube ich, deutlich schwerer war. Meine ich zumindest. So, Klonattentäter haben wir gesehen. So, und hier sind wir auf jeden Fall durch mit den Konzeptgrafiken. Ui. Und ich glaube, gab es noch irgendwie Features sonst? Film wiederholen? Nö. Credits brauchen wir auch nicht nochmal anschauen, haben wir auch schon teilweise gesehen. Von daher kann ich euch jetzt nur eine wunderbare Zeit wünschen. Danke, dass ihr das Let's Play bis zum Schluss geschaut habt. Und wir sehen uns in einem der nächsten Let's Plays. Dann vielleicht wieder mit dem Len 16, oder? Ach, schauen wir mal, ja. Schauen wir mal. Lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Danke. Nein, ich freue mich natürlich, wenn der N16 ja immer mit am Start ist. Macht zu zweit einfach mehr Spaß. Insbesondere so Mehrspielerspiele sind natürlich zu zweit super. Also von daher eine wunderbare Zeit euch und möge die Rache der Sith mit euch sein. Servus. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.